der Kindheit aufgezogen hat. Naja, whatever. Speerberichte. Ein Bericht. Fest nahegelegt. Ach, da sind sogar mal welche rausgekommen. Sieh an. Strahlungsbelastung, Oberflächenwasser, nicht trinkbar. Red X, das war, um die Radioaktivität wieder runterzudrehen. Das war Radioaktivität zu vermindern, die dazukommt. Das andere war Red Away, da kann man die Radioaktivität wieder mit runterdrehen. So rum war das, Schutzanzüge. Die finden wir nachher bestimmt auch noch irgendwo. Größtenteils nutzlos. Springville, ja, da ist echt nicht mehr viel von über. Verschwunden und nicht mehr passierbar. Wir sind eine Gruppe monströser Ameisen, auf die werden wir auch noch treffen, begegnet. McKays Territorium bezüglich der Mutation aufgrund längerer schon bestätigen. Okay. Mitgenommen. Beweisstück A. Wo sind wir? Ach, da gab es nachher noch ein Foto, genau. Wenn sie überlebt hat, ja, sonst hätten wir auch keinen Spaß da draußen in der Leere. Megaton, ja, Megaton, das wird unser erstes Ziel werden, schätze ich mal. Mittelland der Hauptstadt. DC, ja, DC sieht echt eindrucksvoll aus, muss ich sagen. Gut, Fahren haben, Erkundungspläne überarbeiten. Lewis, das war doch der mit den Jeans hier. Lewis und Agnes. Okay, 2241, das sind ja mal locker 150 Jahre oder so, sind das nach den Atombomben. Die waren ja 2070, irgendwie so um den Dreh. Das war im Intro, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Beweisstück A, da haben wir die Ameisen. Gut, man kann jetzt den großen Unterschied jetzt nicht wirklich sehen, aber das hier ist ein Stück der Straße. Das ist eine Begrenzung hier, die werden wir nachher auch noch sehen. Beweisstück B, das ist Megaton. Der Eingang zu Megaton jedenfalls. So. Tunnel Voltec-Anleitung, das ist nachher für den Editor, das lassen wir weg, das ist unwichtig fürs Let's Play. Wir machen nochmal den Aufsehertunnel auf. Wird geöffnet. Wo ist denn der? Ach, da war der, stimmt. Kam ich da jetzt noch runter? Da kam ich runter. Und dann gehen wir doch mal in den Keller und machen hinter uns die Luke wieder dicht. Und tschüss. So, dann geht das jetzt hier weiter. Ja, hier ging das um die Ecke. Da ist eine Kakerlake. Die kriegt auch einen übergebraten. Jetzt haben wir hier wieder ein paar Mumpeln. Munition kann man sich nachher auch selber... nee, das war in New Vegas, wo man die sich selber machen konnte, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das hier auch ging. Das werden wir nachher dann noch sehen. Eingang zu Vault 101. So, hier habe ich mich das erste Mal tot gesucht nach dem nächsten Ausgang. Aber dieser kleine Schalter hier macht diese Wand auf. Da kommt mal einer drauf. Und dann sind wir hier im Eingang. So, hier haben wir den Eingang. Den haben wir ja vorhin schon im Intro gesehen, von außen, wie er zugeht. Und hier ist quasi das Terminal, mit dem wir ihn aufkriegen. Und genau das machen wir jetzt. Ja, ich öffne die Walltür. So. Ah, das ist Amata. Nee, ich will Amata nicht beklauen. Ich will mit Amata reden. Ich will mit Amata reden. Du hast es geschafft. Du hast die Tür geöffnet. Mein Gott, ich hatte schon geglaubt, dass das überhaupt nicht möglich ist. Ja, war ein bisschen eingerostet, aber ohne deine Hilfe hätte ich... Naja. Seien wir mal ein bisschen sympathisch. Nein, du hast mich nicht gebraucht. Stimmt. Wenn einer da draußen überleben kann, dann bist du es. Ich hoffe. Komm mit. Es ist verlockend, aber mein Zuhause ist hier. Hier? Okay. Die Wort braucht mich mehr als du. Ich bin die Einzige, die meinem Vater zur Vernunft bringen kann. Naja, das bezweifle ich. Falls du deinen Papa wirklich finden solltest, dann sag ihm, dass es mir leid tut. Du weißt schon, wegen Jonas und meinem Vater... und allem. Okay. Der ist erlegt. Und jetzt kommt die Nummer 2. Da ist er. Officer Wolfe. It's me, Wolfe. So. Ich bin nicht zu verrückt. Da ist er ja.
Keine Bewegung. It's me, Mario. So. So, den haben wir auch erlegt. Wer mir auf die Hucke hauen will, der kriegt doch gleich eine verpult. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und das nehmen wir auch noch alles mit. Und jetzt wollen wir mal gucken, was das Gewicht sagt. Ja, wir können noch ein bisschen was laden. Hätten wir diesen Stärkepunkt vorhin bei der Charakterstellung nicht investiert, könnten wir jetzt nur 200 statt 210. Da wären wir also ziemlich nah am wirklichen Ende. So, und jetzt gehen wir hier raus und dann werde ich eine kleine Pause einlegen. Gut. Name passt, 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 passt. Vault 101 verlassen. Gut, und jetzt werde ich eine kleine Pause machen, sobald wir draußen stehen. Oh, ist das hell. Stimmt, das war ja so. Man musste sich ja erst ein bisschen dran gewöhnen. Ach, ist das schön hier. Diese Aussicht. Hammer. Okay, das wird jetzt eine Pause. Bis denn dann. So, und da sind wir wieder. Wir machen an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal ausgestiegen sind. Inzwischen, ja, sind ja die ersten Folgen online gegangen. Kommentare dazu habe ich noch nicht gelesen, weil, naja, gut, sie sind noch nicht online gegangen, sie sind gerade am Uploaden, aber was soll's. Gut, dann wollen wir doch mal sehen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Da kam der. Ach, Level erhöht. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Da wir uns größtenteils mit kleinen Waffen beschäftigen, werden wir auch kleine Waffen zuerst skillen. Soll heißen, kleine Waffen, ja, das ist eben Luftgewehre, Sturmgewehre, Kampfflinte und auch die Sniperflinten. Die finde ich momentan also wirklich am besten. Also werden wir da erstmal ordentlich Punkte reinjagen. Dann haben wir den nämlich schon mal hin. Desto höher der Skill ist, desto ruhiger liegt nachher bei der Sniper auch das Fadenkreuz. Also einfacher zielen ist wunderbar. So, jetzt können wir uns hier noch einen Perk auswählen. Was nehmen wir denn? Intensives Training. Nein, das nehmen wir nicht. Da gibt es nachher bessere. Dieb, Schleichen Dietrich. Vatersöhnchen. Nein, nehmen wir auch nicht. Obwohl, Wissenschaft, Medizin. Waffenfreak. Kleine Waffen und reparieren. Das kann man immer mal benutzen. Wir werden nachher einiges reparieren müssen. So, und dann wollen wir doch mal sehen, wie das hier weitergeht. Da sind wir übrigens rausgekommen, das ist Vault 101. Naja, die wollten uns ja nicht wirklich mehr haben. Gut, dann wollen wir doch mal sehen. Jetzt müssen wir zuerst nach Megaton, wenn ich mich richtig erinnere. Hier unten links in der Ecke, kann ich jetzt gerade nicht drauf zeigen, ist aber dieser schöne Pfeil unten. In der Richtung liegt unser nächstes Ziel. Da sollten wir dann auch mal hin. Oh, wir haben ein Radiosignal im Fass. Galaxy News Radio. Glaube ich. Jedenfalls, dass es war. Galaxy News Radio, und genau. Jetzt? Die spielen da schöne Musik, sabbeln zwischendurch. Und naja, auf diesem Sender wird quasi unser gesamter Fortschritt auch noch mit verbreitet. Wie wir uns verhalten haben, ob gut oder böse. Naja, Radio Enklave ist so ein Propagandasender von der Regierung. Soweit bin ich allerdings noch nie gekommen, dass ich jetzt wüsste, wie die Story da verläuft. Aber das sieht man dann hier. Galaxy News Radio hat man auch noch keinen wirklichen Empfang. Das wird erst später kann man das wirklich empfangen. Und da gibt es dann auch noch eine Mission, mit dem, wo man dann quasi im gesamten Ödleit dann das empfangen könnte. Da muss dann ein Sender verstärkt werden. Aber dazu kommen wir dann auch noch später. Das schalten wir erstmal wieder ab. Aus dem einfachen Grund, das können nämlich... Oh, genau. Da waren da die ganzen... Die ganzen Download-Packs, die gehören ja alle mit zu dieser Edition mit dazu. Das sind 4 oder 5 Download-Packs. Die werden sich jetzt alle nacheinander, schätze ich mal, noch melden. Was wollte ich erzählen? Habe ich jetzt vergessen. Galaxy News Radio, weiß ich nicht mehr. Wurst. Gehen wir erstmal weiter. Hier müssen wir nur aufpassen, wo wir hintreten, weil das geht hier nämlich ganz schön runter. Und da wir uns nicht vorher schon die Beine brechen wollen, ist das vielleicht einfacher, wenn wir erstmal einen vernünftigen Weg nach unten suchen. Hier kommen wir doch mal runter. So, da hinten kann man schon Megaton sehen, das ist diese Geschichte dort. Hier vorne ist der Eingang. Und dann wollen wir da doch mal hin. Vielleicht treffen wir unterwegs auch schon auf die ersten Viecher, dass hier irgendwie ein Viechzeug hier rumkrabbelt, Ameisen.
Oder was hier sonst da so rumkreucht. Maulwurfratten, die sind irgendwie merkwürdig. Die sehen aus wie eine Kreuzung aus einer, ich weiß nicht, einem Schwein und einem Nacktmolch. Aber mit denen werden wir uns noch lang genug rumprügeln, glaube ich. So. Da wir hier auch nicht wirklich sprinten können. Gefahr. Was hat mich jetzt hier entdeckt? Was war. Ach, du Schreck. Die wollen wir doch mal lieber erlegen. Meine Blutfliege. Ich hab's noch nie hingekriegt, diese Viecher mit der Pistole zu erwischen, ohne das Watz zu benutzen. Also das ist für mich immer ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Naja, gut, dann geht's jetzt erstmal weiter. Auch zwischendurch sollten wir vielleicht auch mal speichern. Ganz genau. Weil man stirbt hier wirklich manchmal rasend schnell. Und dann wieder halt von vorne anzufangen, das ist nicht wirklich so die Sache. So, hier sehen wir schon eine der Ameisen. Sie sind doch etwas größer. Ach, dann macht Megaton ihre Tore auf. Kleine Tore. Naja, egal. Das hier ist der Wächter von Megaton. Er wünscht uns einen schönen Aufenthalt. Das hört man doch gerne. So, dann wollen wir mal rein nach Megaton. Wir haben Level 3 auch schon zur Hälfte fast erreicht. Wir haben Megaton entdeckt. Mein Name ist Lucas Sims. Bin der Sheriff der Stadt und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Irgendwas sagt mir, dass sie okay sind. Willkommen in Megaton. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Das werde ich sicherlich machen. Ist eine schöne Stadt. Es ist eine wunderschöne Sie sind Stadt. Freundlich und haben Manieren. Nein, ich verstell mich Wir nur. Wir werden gut miteinander klarkommen. Na, ich hoffe. Sie behandeln die Leute gut und dürfen bleiben, solange sie wollen. Tja. Freut mich, dass wir uns verstehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, bestimmt. Ich suche doch meinen Papa. Ich habe nichts gesehen. Ich muss hier so viele Brände löschen, dass ich mir nicht jeden Was, hier brennt? Merken kann. Ich würde mich mal in der Stadt umhören. Ja, so groß ist die auch nicht. Wegbeschreibung für die Stadt werde ich nicht wirklich brauchen. Ja, jetzt fragt sich einige Leute, welche Bombe. Das ist diese hier. Das ist eine Atombombe, die da noch unten liegt. Was gibt's da zu reden? Ja, das sollte wirklich jemand entschärfen, weil scharf ist sie leider noch. Ja. Diese Stadt wurde nicht über Nacht erbaut. Megaton gibt es schon seit Jahrzehnten und es wächst immer noch weiter. Alles begann als kleine Siedlung von Leuten, die in Vault 101 rein wollten. Als sie abgelehnt wurden, blieben sie einfach hier. Tja. Einige begannen, das Ding wie einen Gott zu verehren. Sicher, jetzt haben wir eine ganze gottverdammte Kirche. Die sind übergeschnappt, klar, aber harmlos. Den meisten ist das scheißegal. Sie denken, wenn sie bisher nicht explodiert ist, wird sie es auch jetzt nicht mehr tun. Ich bin da anderer Meinung. Ja, die liegt erst seit 200 Jahren. Klar, ich kann Atombomben entschärfen. Ah, in Ordnung. Aber hören Sie, sehen Sie sich's erstmal an. Ganz unverbindlich. Nein, ich hau doch mit dem Hammer drauf. Wenn Sie den Auftrag ausführen, sind 100 Kronkorken für Sie drin. Boah. Ja. Ich fürchte, das ist nicht Das dachte ich mir schon fast, dass er scheitert. Wir schwimmen hier nicht gerade im Geld. Naja, wenn das mal Geld wäre. Ach okay, gucken Großartig. Wir die Sache mal an und dann sehen dann wir das ja weiter. Sie, was in Ihrer Macht steht. Aber seien Sie vorsichtig. Die Kraft des Atoms. Gut. Ich erinnere mich an einen Fremden, der hier durchkam. Hatte so einen speziellen Blick. So einen, den man bekommt, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Also keinen, den du jemals hat haben einige könntest. Zeit in der Kneipe verbracht. Sprechen Sie mal mit Moriarty. Aber Vorsicht, er ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Das werde ich dann schon sehen. Gut. Es heißt nicht umsonst Ödland, aber es gibt überall Siedlungen. Die Menschen sind eben dickköpfig. Ja. Im Südosten liegt River City, aber vergessen Sie DC, das ist Kriegsgebiet. Oh, ja. Gut, ich würde sagen, ich Etwas muss jetzt bessere los. Bessere Manieren wären nicht schlecht.